Also wir sind jetzt im Stand von Firma Sicce aus Italien. Und neben mir steht Frau Pettenon. Guten Tag. Hallo, Silvia. Würden Sie uns vielleicht was über Ihre Firma sagen? Ja, die Firma Sicce ist seit 39 Jahren auf dem Markt. Wir sind Hersteller von Synchromotorenpumpen und alles, was betrifft Gartenteichbedarf und Aquaristikbedarf. Die Produktion ist in Italien, also alle Komponenten und Herstellung von Pumpen und Filter wird in Italien gemacht und in der Nähe von Venedig. Und welche sind Ihre erfolgreichsten Produkte? Also wir haben eine ganz große Produktpalette, die werden auf der ganzen Welt vermarktet. Die erfolgreichsten Produkte sind Innenfilter für Aquarien sowie Außenfilter für Aquarien und eine ganze leise Pumpenreihe für Aquarien und Gartenteich. Und Sie spezialisieren sich auf Süßwasser oder auf Meerwasser oder haben Sie beide diese Aquarianer-Zweige so ja. inkludiert? Sicce spezialisiert sich um alles, was Aquaristik betrifft. Das heißt, in den letzten Jahren haben wir viele Produkte auf Meerwasser hergestellt, so wie Strömungspumpen zum Beispiel. Und die simulieren die Welle immer mehr Wasserbecken. Und würden Sie uns vielleicht was zu diesen Produkten kurz sagen? Also die Baureihe von Innenfilter, die Shark Advanced, diese Linie besteht um drei Filter, die Becken von 60 Liter bis zu 180 Liter benutzt werden. Die sind ganz speziell mit Magnetankupplung gestartet und die haben eine Regulierung für den Wasserdurchfluss. Die haben auch eine Luft Venturi. Man kann auch das Luftfluss regulieren am Topf. Das ist ganz einfach im Becken zu positionieren, dank dieser speziellen Saugnapfhalter. Ja, das ist jetzt die Größe, dann kann man weitere Kartusche anpassen, so dank dem Magnetsystem. Und das kann man mit egal welchem Filtermaterial nach? Genau. Das wird jetzt mit Schwämme. Man kann auch mit Keramikröhrchen oder wenn den Bedarf ist, auch mit Carbon zum Beispiel. Und viele andere Filtersysteme. Und dann haben wir kurz diese Strömungspumpe erwähnt. Die ist also für Meerwasser-Aquaristik. Genau. Vor allem. Und die Besonderheit dieser Pumpe ist die sehr einfache Anpassung. Also das ist jetzt ein Halter, Magnethalter, der für Glasabmessungen von 15 mm bis zum 20 mm möglich ist. Und das kann 360 Grad positioniert werden. So, jetzt auch zum Beispiel am Ecke des Becken. Es ist auch sehr interessant, die Solution von Wasserregelung. So wie ein Vortex im Wasser. Nicht ganz direkt im Fluss, sonst auch. Und das ist Strömungsregulation oder nur so Richtungsregulation? Ja, genau, Richtung alles. Von Strömung Wasser. Auch. Ja. Und diese zwei kleinen Pumpen, die dienen dann wozu? Ja, die sind Umweltpumpen. Die sind die neue Baureihe, eine sehr leise Baureihe, die jetzt auf dem Markt ist eigentlich. Die können im Wasser
angetaucht bin, werden und aus dem Wasser, so in Liner-Anwendungen, in dieser Version. Die sind mit einer vorne Regulierung ausgestattet. Das ist ganz einfach, die Wartung von dieser Pumpe. Man kann jetzt alle Teile ohne Schraube wegnehmen.